So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Jetzt zur endgültigen Ausrüstungspackliste von unserer Grönland-Tour. Tatsächlich wird es das jetzt werden, was ihr jetzt zu sehen bekommt. Gegebenenfalls zwei oder drei wirklich mini-mini-mini-mini-mini-Anpassungen. Aber das war es dann wirklich ansonsten echt. Ne? Also wer sich jetzt schon das letzte Dingens-Video zu dem Thema angeguckt hat, der fühlt sich wahrscheinlich jetzt ein wenig gelangweilt. Außer ihr steht total auf sowas, dann ist euch auch nicht mehr zu helfen. aber das jedenfalls jetzt so hier der Überblick über sämtlichen Krempel. Das ist die Technikkiste, da kommt noch ein Handy dazu, das sind hier die Utensilien, da hinten ist das Erste-Hilfe-Zeug. Und wenn ich übrigens hier nochmal ganz rumdrehe, ist hier auch noch ein Klamottenhaufen. Ne? Also das ist wirklich alles, was ich mitnehme. Bei Evelyn gibt es natürlich noch ein paar individuelle Dinge, wie zum Beispiel ihre Kleidung. Ne? Die hat logischerweise nicht meine Klamotten dabei. aber ansonsten die Sachen, die wir als Team mitnehmen, also zu zweit, sind hier jetzt auch schon dabei bei dem entsprechenden Krempel. So, und da will ich auch gar nicht mehr allzu lange um den heißen Brei herumreden. Was haben wir denn Schönes? Wir haben einmal einen Kocher. Das ist der Optimus Polaris Optifuel. Ich mag ihn einmal schnell vorzeigen. Den werden wir dann später in dieser Plastiktüte transportieren, weil dieser Sack ist zu schwer. Der wiegt 25 Gramm oder sogar 29, irgendwie sowas. Das ist der eigentliche Kocher. Der verbrennt alles von Gas bis hin zu Kerosin und sämtliche anderen flüssigen Brennstoffe, auch Petroleum und so weiter und so weiter. Das heißt, egal welchen Brennstoff wir vor Ort kriegen können, kaufen können, wir können ihn hiermit verheizen. Die eine Sache, die er nicht verbrennen kann, ist Spiritus, aber dann kann man sich ganz schnell aus irgendwas einen Spirituskocher improvisieren. Das ist also nicht die große Schwierigkeit. So, das nächste ist, was ist da noch so drin? Eine Benzinpumpe, die braucht man dann für Flüssigbrennstoffe. Nicht für Gas, nur für Flüssigbrennstoffe. Dann haben wir ein Multitool, mit dem man das Ding eben entsprechend warten kann. Wir haben ein Feuerzeug mit Schutzkappe. Feuerzeuge nehme ich auch noch an diversen anderen Stellen diverse andere mit. Die sind nur noch nicht alle da. Wir haben ein Zubehörset mit zweimal Schmiermittel, diversen Dichtungsringen, einem Ersatz Vorglühring, einem Ersatz Pumpenleder und wie gesagt ganz vielen verschiedenen kleinen Dichtungsringen. Falls was kaputt gehen sollte, dann haben wir Ersatz und die entsprechende Prallplatte, die man braucht, damit der Kocher überhaupt kocht. So, packe ich schnell wieder ein. Der ganze Kladderadatsch ist ziemlich schwer, wiegt 550 Gramm, glaube ich. Aber halt ein hocheffizienter Kocher und nach langem Hin und Her haben wir uns halt für den entschieden, weil der halt auch wenig Brennstoff braucht und wir so lange unterwegs sind. Dann amortisiert sich das so ein bisschen mit dem relativ hohen Kochereigengewicht. So, der Windschutz dazu ist dieses Ding. Das ist einfach nur ein Titanblech. Das habe ich euch schon an verschiedenen anderen Stellen gezeigt. Willst du es nicht groß ausrollen? Meiner Meinung nach wirklich ganz hervorragend. Habe es jetzt oft im Einsatz gehabt und es funktioniert wunderbar. Es wiegt lächerliche 16 Gramm. 18 Gramm mit dem Klettband, das es zusammenhält. Also super leicht, super effizient. Ich bin da absolut glücklich mit. Funktioniert nur für Töpfe ungefähr dieser Größe. Danach werden die Töpfe zu groß und das Ding hier eben entsprechend zu klein. Funktioniert auch bedingt für kleinere Töpfe, aber ideal für genau diesen Durchmesser. Das funktioniert wirklich perfekt. So, apropos Topf. Das ist der Eta Power Topf von Primus. Der ist auch wieder relativ schwer, aber hat hier diese lustigen Lamellen unten dran und die sorgen dafür, dass der halt wirklich erheblich schneller kocht und damit weniger Brennstoff benötigt als ein normaler Topf. Es gibt definitiv leichtere Töpfe und die Tour muss sehr lang sein, dass der Netto-Brennstoffersparnis das höhere Eigengewicht des Topfes ausgleicht. Ob das bei uns so hundertprozentig der Fall ist, weiß ich nicht, aber trotzdem haben wir uns jetzt für diesen Topf eben entsprechend entschieden. Er ist auch super zum Kochen, weil er halt eben schön beschichtet ist und da brennt dann auch nichts an. Und es macht Freude, mit dem Ding zu arbeiten. Das ist auch nochmal ein Faktor, der meiner Meinung nach 20-30 Gramm extra nochmal wert ist.
Nach längerer Benutzung von dem Ding muss ich sagen, der Deckel ist ein Nachteil. Ein einfacher Titandeckel wäre erheblich leichter, weil der Deckel selber ziemlich schwer ist, als diese Kunststoffvariante. Also wenn man dazu einen passenden Titandeckel finden würde, ohne allen Schnickschnack, von mir aus noch mit einer Ausgussöffnung, wie der hier hat, das wäre ganz cool. Momentan habe ich sowas aber nirgendwo entdeckt und das wird mir jetzt auch zu kurzfristig. Also muss der halt so mit, wie er ist. So, dann haben wir zweimal Löffel. Einmal Evelyn ihr Löffel vermutlich, die ist da sehr sparsam. Einmal mein Löffel, ich esse das Leben wieder mit den etwas größeren Löffel, wobei so groß ist der Unterschied jetzt nun auch wieder nicht. Warum Kunststoff? Naja, die sind noch leichter als Titanlöffel. Der hier wiegt glaube ich 4 Gramm, meiner hier wiegt 5 Gramm. Mit Titan-Sporks oder ähnlichen Späßen ist man trotzdem bei 12 bis 15 Gramm. Und ganz ehrlich, warum nicht? Ja, also das hat uns gut gefallen, dass die halt eben noch mal ein bisschen leichter sind. Und gerade bei so Dingen wie Löffel, da kommt es mir wirklich auf jedes Gramm an, weil ich beim Löffel nicht einsehe, zusätzliche Gramms mitzuschleppen, weil ich nicht weiß, was ein besserer Löffel dann bitte Besseres können soll. Tatsächlich war aber bei den Tassen noch leichter als die Kunststoffvarianten. Die Titantasse hier, geringfügig leichter, weil die wiegt gerade mal, ich glaube, 37 oder 38 Gramm. Ist natürlich ein bisschen kleiner als die meisten meiner Kunststofftaschen, Tassen. Aber das ist Wurst, weil wofür ist die da? Die ist dafür da, dass ich mir abends meinen Tee machen kann, und zwar in geringen Mengen oder halt in größeren Mengen, aber dann bleiben die Reste im Topf, das heißt, ich kann mir nachgießen. Und die ist dafür da, dass ich unterwegs Wasser schöpfen kann und unterwegs, wann immer man an einer Stelle vorbeikommt, wo man gut was trinken kann, halt mal eine Tasse Wasser trinken kann, damit ich nicht immer so viel Wasser mit mir rumschleppen muss, sondern einfach jede natürlich vorkommende Wasserquelle ausnutze. Deswegen werde ich die Tasse auch immer oben irgendwo am Rucksack bammeln haben, dass ich sie griffbereit habe, meistens sogar noch im Frontbereich. Das mache ich schon seit Jahrzehnten. Seit fast einem Jahrzehnt mache ich das schon so und hat sich immer bewährt. Und deswegen habe ich immer gerne eine Tasse dabei. Sonst hätte ich gesagt, braucht man die nicht unbedingt. Weil zum Essen haben wir neben einer Frist aus dem Topf auch noch diese Schüssel. In der befindet sich noch unser Minischwamm, wenn es mal ein bisschen angenehmer sein soll mit dem Spülen. Verschiedene Gewürze, da muss ich jetzt nicht noch großartig was zu erzählen. Ne? Bisschen Salz, bisschen Stärke, bisschen Kräuter der Provence, bisschen Curry, bisschen Evelyns Spezialgewürz. Wahrscheinlich werde ich noch ein paar Gewürze dazu schmuggeln. Je länger ich drüber nachdenke, desto knapper scheinen mir die Gewürze bemessen zu sein. Wahrscheinlich würde es trotzdem reichen, aber ein kleines bisschen mehr Gewürze, das wiegt ja auch nahezu nichts. Das ist noch der Beutel, mit dem man eben entsprechend diesen hier mit diesem da entsprechend schön verpacken kann, dann kommt das da rein. Natürlich machen wir dann für die Tour den Topf noch voller, da kommt dann noch ein bisschen Essenszubehör rein, noch weitere Gewürze, zum Beispiel auch noch ein paar Getränkepülverchen, eventuell ein paar Tütensuppen oder sonst was, damit der wirklich absolut voll ist, und dann kommt er eben entsprechend hier rein. Mit den anderen Sachen, die da jetzt nicht drin sind, weil sie bei den Nahrungsmitteln liegen, und dieser Brennstoffflasche, die wiegt leer ungefähr 185 Gramm, glaube ich, kommen wir auf, Entschuldigung, die Brennstoffflasche wiegt 236 Gramm leer, mit Deckel wohlgemerkt, kommen wir auf, wo steht's denn, hier steht's, 1471 Gramm eben für die Küche. Muss man jetzt allerdings so fair sein und sagen, nein, Entschuldigung, 1526 Gramm für die Küche. Aber die Küche wird, und da ist noch Zeug drin, was hier halt mit einberechnet, was hier jetzt noch nicht drin ist. Ne? Das liegt beim Essen und wird dann beim Essen eben entsprechend von mir vorgestellt. Das ist dann der zweite Teil von dem Video. Und pro Person sind wir dann bei 790 Gramm für die Küchenhardware. Brennstoff nicht mitgerechnet, weil der ja ohnehin immer weniger wird im Laufe der Tour. Gut, wir ziehen um. Wir ziehen um zur Hygieneabteilung. Also genau genommen ist es die Hygiene- und Pflegeabteilung. Platzhalter macht hier gerade ein Klopapier. Geplant sind 3 Rollen. Die Pappe nehmen wir in der Mitte jeweils noch raus. Hier ist sie. Na doch, da ist sie noch drin. Also die Pappe muss definitiv raus, weil die Pappe braucht man nicht mitnehmen, weil die Pappe wiegt ja entsprechend auch was. Klopapier ist schwerer, als man denkt, insbesondere wenn man es dann eben noch entsprechend in einer Plastiktüte verpacken möchte, was man möchte, damit es eben entsprechend nicht nass wird. Da war ich selber etwas überrascht, als ich mitgekriegt habe, was Klopapier eigentlich wiegt. Moment, ich sag's euch.
105 Gramm. Ah ja, und aufgrund dessen, dass es 105 Gramm wiegt mit Tüte, haben wir uns dazu entschieden, doch mit zwei Stück Klopapier, also mit zwei Klopapierrollen auskommen zu wollen. Dann sind wir bei 210 Gramm. Wobei Klopapier ja eigentlich nicht mitgezählt werden muss, weil es ja ein Verbrauchsgut ist. Und bei der klassischen Rechnung des Rucksackbasisgewichts zählt man Verbrauchsgüter ja nicht mit. So, das hier, da wurde ich auch mehrfach nachgefragt. Das sind tatsächlich Dent-Tabs. Das sind Tabletten, auf denen lutscht man rum und beißt drauf rum. Und die verflüssigen sich dann im Mund zu einer Art Zahnpasta. Die sind auf Zellulose-Basis, damit absolut biologisch abbaubar. Da ist auch sonst nichts drin, was nicht biologisch abbaubar wäre. Bedeutet, für egal welches Wildnisgebiet ist das die ideale Zahnpasta, weil sie ideal leicht ist. Und das langt locker, ne? Das langt locker für uns zwei, für zwei Wochen, langt vielleicht doppelt für uns zwei, für zwei Wochen. Also wirklich hocheffizient. Mit einer Tablette kann man sich schon die Zähne putzen, wenn man ein Mensch ist, der sowieso sparsam umgeht mit seiner Zahnpasta. Mit zwei Tabletten kann man sich die Zähne putzen, wenn man ansonsten ein Mensch ist, der überhaupt nicht sparsam mit seiner Zahnpasta umgeht. Und die kosten 5 Euro für einen ganzen Batzen von den Dingern, also noch mehr, als sie jetzt drin sind. Ich finde, das ist ein echt faires Angebot. Und dadurch, dass die auf Zellulose-Basis sind, die Fasern der Zellulose sind dann eben das, was quasi als scheuernd und Zähne reinigen wirkt, aber noch irgendwelcher Krempel zur Härtung vom Zahnschmelz und so ein Kram ist da auch alles drin. Ich kenne mich da nicht aus. Jedenfalls meiner Meinung nach die ideale Lösung vertuchen diese Dinger. Geschmacklich nicht jedermanns Sache, aber ja, da muss man dann halt eben entsprechend durch. Ich finde sie gar nicht so schlimm. Evelyn findet sie jetzt nicht so prickelnd, sagt aber, da muss man halt durch und findet das dann auch akzeptabel. Ne? So, dann haben wir zweimal abgesägte Zahnbürste, weil es ums Prinzip geht, dass man unbedingt eine abgesägte Zahnbürste dabei haben muss. Meine ursprüngliche Idee, dass man doch auch noch Löcher in die Zahnbürste bohren könnte, hat Evelyn auch mal versucht umzusetzen. Aber A, meint sie, das ist saugefährlich. Gut, man könnte natürlich einen Schraubstock oder sowas nehmen, dann müsste es eigentlich vom Risiko her gehen. Und B, das bringt's nicht. Also haben wir nur eine, nämlich die Frauenzahnbürste mit Loch und die Herrenzahnbürste ohne Loch. In diesem abgesägten Zustand wiegen die bloß noch 4 Gramm pro Bürste und das ist erheblich leichter als eine sage und schreibe 9 Gramm ganze Zahnbürste. Die liegt hier jetzt nur noch aus quasi Vergleichsgründen, kann aber jetzt dann auch entsprechend weg. So, dann haben wir einmal Handtuch Evelyn, einmal Handtuch ich. Ja, und das muss auch reichen. Mehr Handtuch ist nicht. Die sind sehr leicht, die entsprechenden Handtücher. 100 Gramm wiegen beide zusammen. Ich glaube, meins ist noch mal ein Ticken leichter als das von der Evelyn. Das von der Evelyn ist ein Ticken größer. Wir werden eh nicht viel schwimmen gehen. Da muss das dann einfach langen. Das, erfahrungsgemäß geht das auch. Ist natürlich nicht komfortabel, aber gehen tut's. Dann habe ich eine Niveau-Creme. Brauche ich für verschiedenes Zeug eincremen, ne? Also hilft bei fast allem gefühlt. Dann haben wir hier noch den Green Buddha. Da ist nicht Green Buddha drin, sondern Schuhcreme schlicht und ergreifend. Schuhwachs zum Schuhe nachpflegen unterwegs. Nur mal kurz zur Info. Nivea Creme 32 Gramm, die Schuhcreme hier 41 Gramm. Dann haben wir das Säckchen mit Seife und Zubehör. Seife und da einmal zitronierte Kernseife, also mit so einem leichten Zitrusaroma, riecht sehr angenehm. Einmal die Dodo Osum schwarze Seife aus Afrika, auch sehr, 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 sehr ergiebig, so ein Stück davon. Also das langt dicke. Da können wir uns täglich waschen, was wir nicht tun werden. Ganz ehrlich, werden wir nicht tun. Könnte ich jetzt behaupten, aber wäre gelogen. Aber wir könnten uns täglich waschen. Wäre überhaupt kein Problem von der Seifenmenge her. Das reicht absolut. Und dieses Seifenset plus Zubehör, meint die beiden zusätzlichen Tabletten hier, die jeweils einen Waschlappen sozusagen ergeben. Was man unterwegs meint, auch denkt, man braucht einen Waschlappen, ist hier jeweils ein Waschlappen pro Person dabei. Ja, also ein improvisierter Waschlappen natürlich. Wiegt insgesamt 49 Gramm, das Tütchen. Apropos Waschlappen, da haben wir noch ein paar mehr von. Wo sind sie? Irgendwo waren sie doch. Sie sind weg. Oh nein. Oh nein. Ach, da sind sie. Hier, das sind die restlichen sogenannten Waschlappen. Davon haben wir nochmal 4 und die wiegen 11 Gramm. Ja? Also
Könnte man auch ein paar mehr mitnehmen, aber braucht man nicht. So, dann was als nächstes, dann kommen wir hier zum Mückenschutz. Das ist ein Mix-Mückenschutz. Das, was ich noch da hatte, haben wir alles zusammengekippt in dieser Flasche. Wir hoffen, dass es hilft. Wir werden uns auch noch ein einheimisches Mückenschutzmittel von den Grönländern selber besorgen, je nachdem, wie aggressiv die grönländischen Mücken sind. Basis ist ungefähr 50% Autan, was hier drin ist. Ein kleiner Rest Antibrum, noch ein kleiner Rest irgendein No-Name-Produkt aus sonst wo und noch ein bisschen was aus Schottland. Weiß ich auch nicht, wie es heißt. Nein, es ist nicht Smitsch. Smitsch ist es nicht. Wiegt, wo steht's denn? 117 Gramm. Dann haben wir ein wenig Sonnencreme. Das muss auch reichen. Wir werden ja ohnehin nicht viel leicht bekleidet rumrennen, diese beiden kleinen Flaschen. Und damit es wegkommt und für den Fall, dass man sich die Lippen mal noch irgendwie ein bisschen pflegen möchte, das ist erstens als Labello-Ersatz und zweitens eben gleichzeitig noch Sonnencreme, haben wir noch diese Tube. Ist alles Lichtschutzfaktor 50, weil weniger als 50 mitnehmen ist Blödsinn, weil die wiegt alles dasselbe. Und wenn Sonnencreme, dann bitte effizient. Oh, da haben wir übrigens noch eine. Die hatte ich, glaube ich, auch noch mitgewogen. Die war, glaube ich, für die Stadt. Ein paar Dinge, die hier rumstehen, sind noch für quasi An- und Abreise, beziehungsweise nur Anreise. Danach schmeißen wir sie weg, so wie zum Beispiel auch noch das Deo. Ich nehme auch noch eins mit. Das habe ich entsprechend auch nicht mitgewogen. Das ist wirklich bloß für An- und Abreise. Ebenfalls für An- und Abreise, beziehungsweise nur Anreise, ist hier noch diese Zahncreme. Kleiner Rest, weil die Tabletten halt doch nicht so prickelnd sind. Ne? ist auch für die ersten Tage quasi bei Anreise. Das hier sind Koffeintabletten, die sind noch für mich. 8 Gramm wiegen die, brauche ich hin und wieder mal, wenn ich so einen ganz schlechten Tag habe, einfach mal ein bisschen zusätzliche Muntermacherei. Bin ich größtenteils von weg. Ich habe die früher mehr oder weniger regelmäßig gefressen, insbesondere im Studium, in großen Mengen. Aber für Notfälle und wirklich so richtig Tage, wo eigentlich gar nichts mehr geht und besonders auf Tour, sind sie dann doch nochmal ganz hilfreich. Damit die Blister hier nicht kaputt gehen, habe ich da hinten noch so ein Stückchen Klebefilm drauf gemacht. Dann Evelyns möglichst gut pflegen Methode ist Babypuder. Schmeißt sie sich drauf und dann hat sie das Gefühl, sie kriegt nie Blasen. Tut sie tatsächlich, glaube ich, nicht. Und ich schwöre lieber auf Hirschtalg. Füße schön einschmieren, dann werden sie schön geschmeidig, so von der Hornhaut her und so weiter. Und das schützt auch vor Reibung, obwohl der Fuß eigentlich eingeschmiert wird und eigentlich glitschiger wird, hilft es trotzdem gegen Reibung, weil die Reibung dann halt nicht so sehr reibt, meiner Meinung nach. Ne? Schützt vor Wundreiben, Blasen und vor Hornhaut. Kann man übrigens nicht nur an den Füßen brauchen, sondern hilft auch im Schritt, wenn man sich einen Wolf laufen möchte, beziehungsweise das vermeiden will. Ja, das ist es im Wesentlichen gewesen. Da sind wir dann bei insgesamt 1015 Gramm, was etwa 507 Gramm pro Person ausmacht. Yay, weiter geht's. So, dann kommen wir zu meinem bzw. unserem Schlafzimmer, das da besteht aus Zelt. Zelt hat normalerweise einen extra Beutel fürs Gestänge. Der ist normalerweise hier außen. Jetzt kann man hier aber schon sehen, das Gestänge ist innen drin, weil wir wirklich gespart haben, was wir nicht unbedingt brauchen. Und ein extra Gestängebeutel ist schön, wiegt aber 60 Gramm und muss eigentlich nicht sein. Reparaturset und so weiter, was man braucht, halt, um eben entsprechend das Zelt dann am Funktionieren zu halten und so. Das ist trotzdem alles noch drin. Das haben wir dann noch eine kleine Extratüte entsprechend verfrachtet. Und so sind wir runtergekommen vom angegebenen Gewicht des Herstellers 2,4 Kilo auf 2,1. Kilo, weil wir wirklich gespart haben, wo wir konnten. Wir haben auch nicht unnötig viele Heringe dabei. Wir können auch unsere Trekkingstöcke also noch als Ersatzhering verwenden. Wer das Zelt nicht kennt, das ist ein Fjällräven Abisko Light 2. Inzwischen heißt das, glaube ich, Abisko Lightweight 2. Dieses Modell ganz exakt so kriegt man, glaube ich, auf dem Markt, wenn dann auch nur noch gebraucht. Ich weiß nicht, ob der Nachfolger irgendwie in irgendeiner Form viel besser ist. An sich ein tolles Zelt. Ob es so viel kosten sollte, wie es kostet, da bin ich inzwischen nicht mehr so ganz von überzeugt. Aber es ist definitiv ein tolles Zelt. Kauft es bloß nicht, wenn ihr es euch kaufen wollt, bei Fjällräven selber, sondern mal schön schauen bei irgendwelchen anderen Händlern, da kriegt man es teilweise 100 Euro billiger, mindestens. Gut, Frage nach dem Schlafsack. Das ist immer noch mein Western Mountaineering hier, den ich jetzt keine Lust habe, extra zu komprimieren, damit er schöner ausschaut. Der ist so in seinem entsprechenden Lagerungssack. Wiegt 850 Gramm, geht bis etwa minus 5 runter, wenn ich drin liege. Und mit dem Inlet müsste es bis minus 6 reichen. Und dann noch Ganze im Zelt müsste bis minus 8 reichen. Und wenn es dann tatsächlich noch kälter wird, dann muss ich tatsächlich frieren. Aber das dürfte eigentlich nicht
passieren. Würde uns dann doch sehr überraschen. Ja, 850 Gramm eben für so einen Schlafsack, das ist natürlich rekordverdächtig. Das ist auch ein sehr kleines Backmaß, wenn man ihn dann komprimieren würde. Dann habe ich isomattentechnisch ein kleines Upgrade durchgeführt. Oh, ich muss den Akku wechseln. Ja, dann mache ich das mal schnell. So, also isomattentechnisch dahingehend ein Upgrade. Die gibt es nochmal in einem eigenen Video zu sehen, wenn das noch nicht passiert ist. Ist hier mit Packsack, ist hier mit Kissen, ist hier mit Schlafsack-Inlet und mit ihrem Reparaturkit, das ich auch nochmal irgendwie besser verpacken muss, zusammen in dem Beutel. Und es handelt sich um die Thermarest Neo Air X Therm. Man beachte dieses sehr robuste Material. Habe ich mich absolut verliebt in die Matte. Die ist ziemlich schmal, zugegeben, das ist sie. Aber die ist warm bis minus 22 Grad und das ist mir schon wichtig, dass ich unten eine Unterlage habe, auf der ich echt warm liege. Die wiegt genau dasselbe wie meine alte Isomatte, also ich glaube irgendwie 5 Gramm mehr netto insgesamt, wenn man das leichtere Packsackgewicht und das leichtere Pumpsackgewicht und so weiter und so fort noch mit einbezieht, dann ist sie irgendwie wirklich ein Hauch leichter. Sie ist ein bisschen kleiner, ist ein bisschen schwieriger drauf zu schlafen. Es gibt die allerdings auch in groß und wie gesagt, dazu gibt es noch ein extra Video. Aber das ist auf jeden Fall die Isomatte, die ich mitnehme. Eine super leichtere Isomatte würde ich nicht mitnehmen wollen, weil die ist mir dann auch nicht warm genug. Das ist dann so ein bisschen der springende Punkt. So, und was wiegt jetzt das ganze Zeug? Einmal ganz kurz nochmal nachlesen. Also Zelt 2100 Gramm, also 1050 Gramm pro Person, weil wir das Zelt quasi auf uns beide verteilen. Und mein ganzer Schlafkrempel, also die Isomatte mit dem Kissen und dem Inlet und so weiter und so weiter. Da sind wir dann bei rund 600 Gramm, aber wie gesagt mit Kissen und Inlet. Der Schlafsack, ich habe jetzt mal gesagt, der wiegt 900 Gramm, weil wenn ein ganz kleines bisschen feucht ist, ist er schnell mal nicht mehr 850 Gramm schwer, sondern schnell mal ein bisschen mehr. Und damit kommen wir auf dann 1520 Gramm für quasi meine Schlafausstattung bzw. mein Anteil an der Schlafausstattung und eben nochmal 1050 Gramm fürs Zelt. Dann sind wir bei 2570 Gramm für Schlafen für eine Person, also für mich jetzt in diesem Fall. Die Technikbox besteht aus einem Handy. Ein Handy reicht uns. Das ist als Spielzeug gedacht. Das ist natürlich als Kommunikationsmittel gedacht. Das ist natürlich auch für Ticket, für Passkopie und für alles Mögliche. Ist klar, was man damit alles anstellen kann. Muss ich jetzt niemandem erzählen. Aber eins reicht uns wirklich, weil wozu braucht man zwei? Muss ja nicht sein. Wir haben außerdem noch ein E-Book-Reader. Den habe ich jetzt leider hier nicht liegen, weil er da liegt, wo ich gerade mit ihm lese. Das ist ein Tolino Vision 4 HD. Nur für diejenigen, die sich damit auskennen. Der wiegt, sage ich euch gleich, 171 Gramm inklusive Akku, das ist also ganz okay. So, dann haben wir hier exemplarisch einen Kamera-Akku für meine Kamera, die ihr nicht sehen könnt, weil sie aufnimmt. Dazu gehört auch ein Stativ, das ihr ebenfalls nicht sehen könnt, weil darauf die Kamera eben entsprechend aufnimmt. Aber es handelt sich um eine EOS 200D von Canon, auf der befindet sich gerade ein 10 bis 18 mm Ultraweitwinkelobjektiv, ebenfalls von Canon, und dies beides zusammen, beziehungsweise, naja, das kann ich gar nicht sagen, was das zusammen wiegt, weil ich nur ausgerechnet habe, was die Kamera mit Pfannkuchen wiegt. Kamera mit Pfannkuchen, das ist dieses Objektiv hier, 24 mm Festbrennweite, 2,8er Blende, reicht mir vollkommen, ist dafür sehr günstig und hat hervorragende Abbildungsqualität. Wo steht's denn? Jedenfalls mit dem Ding würde die Kamera 446 Gramm wiegen und das ist für eine Spiegelreflexkamera inklusive einem Objektiv sehr, 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 sehr leicht, muss man sagen. Ne? Das Weitwinkelobjektiv, das jetzt momentan drauf ist, wiegt 256 Gramm, das würde dann auch noch mitkommen, ist dann natürlich nicht in der Kiste, weil es gerade aufnimmt. Dann das Tele- bzw. Reiseobjektiv, das ihr hier gerade sehen könnt. Ich habe mich jetzt nach langem Überlegen dafür entschieden, doch dieses hier mitzunehmen, also mein Tamron 18 bis 200 mm, das halt eine gute Bildstabilisierung hat und wenn ich Tiere auch filmen möchte, dann eher damit. Und das wiegt 416 Gramm.
ohne die Gegenlichtblende, die ich nicht mitnehme, weil sie mir zu schwer ist. Das Mikrofon, das ihr ebenfalls nicht sehen könnt, weil es auf der Kamera sitzt und aufnimmt, wiegt 85 Gramm. Die Akkus, es sollten 4 Stück sein, das ist der eine Platzhalter, wie gesagt, die wiegen dann zusammen 167 Gramm. Dann habe ich hier noch meine Fototasche, die habe ich vorne am Hüftgurt hängen. Das geht einigermaßen gut, da ich den Hüftgurt halbwegs hoch trage, ohne dass das Ding einem irgendwo hindrückt, wo es nicht hindrücken soll. Und da drin ist quasi die Kamera, damit ich die, auch wenn ich den Rucksack aufhabe, ständig griffbereit habe und wirklich in 3 oder 4 oder 5 Sekunden von mir aus die Kamera rausholen kann und dann auch schon bereit bin, um eben entsprechend ein Bild zu machen. Die passt da auch rein, wenn das Teleobjektiv bereits drauf ist, was eine gute Möglichkeit zum Transport wäre, weil es eben spontan irgendwelche Tiere aufkommen. Die Tasche selber ist zwar relativ schwer, aber ich will meine Kamera auch gut geschützt haben und entsprechend robust, und das Ding ist auch gepolstert, wie man hier sehen kann, schön mit Polsterung. Da drin ist noch ein Trageriemen, wenn ich die Kamera mal so mitnehmen möchte, oder die Tasche mit der Kamera mal so mitnehmen möchte. Trageriemen lässt sich sowohl an Kamera als auch an Tasche befestigen. Außerdem ist hier noch Platz für Reserveakkus, für Speicherkarten. Schön ist auch diese Variante mit diesen Dingern hier. Wenn man die nämlich raushängt, kann man sagen, oh, der Akku, der da drin war, ist schon leer. Wenn man die da drin hängt, kann man sagen, dieser Akku ist noch voll. Damit man immer so ein bisschen den Überblick behält, was ist denn voll, was ist denn leer. Und für Speicherkarten ist hier vorne auch noch reichlich Platz. Die brauchen ja sowieso nicht viel. Ja, wie gesagt, Kamera mit Objektiv. Theoretisch hat sie hier oben auch nochmal ein Fach, wo man was reinpacken könnte. Da habe ich selten was drin, aber ja, mal überlegen. Vielleicht mache ich da auch noch ein paar Speicherkarten rein, dass ich die dann wirklich alle komplett in der Tasche habe und dann nicht weiter drüber nachdenken muss. Wäre keine schlechte Idee. Wasserdicht ist sie nicht. Bei Regen funktioniert das System also nicht. Das heißt, das Ganze muss dann in den Rucksack. Dafür habe ich aber eine andere Lösung. Dazu gehört noch ein Objektivköcher. Der ist, je nachdem, was gerade auf der Kamera drauf ist, entweder für das Tamron da oder eben entsprechend fürs Weitwinkel, das momentan auf der Kamera sitzt. Weil der Pfannkuchen, der ist so klein, der braucht keinen Objektivköcher. Ne? Das macht keinen Sinn, beziehungsweise mit Weitwinkel und Pfannkuchen passen auch beide zusammen in einen Objektivköcher. Da hätte ich also nicht noch einen zusätzlichen gebraucht. Der lässt sich wunderbar am Rucksack befestigen mit dieser Vorrichtung. Und zwar auch in dem Bereich, den ich halt griffbereit habe, während ich den Rucksack trage, damit ich also an meine Objektive ständig drankomme, ohne dass Evelyn mir immer jedes Mal welche rausgeben muss. Wobei das natürlich auch eine Option wäre. Aber das werden wir sehen. Lässt sich auch wunderbar am Gürtel befestigen. Wenn ich dann mal so mit der Kamera rumrenne, kann ich mir das Ding umhängen. Das Ding an den Gürtel, Problem gelöst. Also das ist alles durchdacht und erprobt, und ich mache das nicht zum ersten Mal, weil manche Leute mir das gerne mal unterstellen, dass ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich tue. Das habe ich auf vielen, vielen Touren schon so gemacht und das hat immer gut funktioniert und ich bin da wirklich glücklich und zufrieden mit. Das ist ein routiniertes System. Da haben wir noch eine kleine Powerbank. Die ist noch ein bisschen klein. Ich werde mir noch eine etwas größere kaufen. Die hat gerade mal 24 oder 25 Wattstunden. Das ist ein bisschen wenig. Darf noch ein klein bisschen mehr werden. Also vielleicht noch mal so doppelte Kapazität. So irgendwie 50 Wattstunden an Powerbank wäre vielleicht auch noch ganz gut. Aber das ist der eine Gegenstand, der noch ausgetauscht wird. Der ist dann auch noch ein kleines bisschen schwerer. Das heißt, es kommen hier noch ein paar Gramm dazu. Hier haben wir ein Universal-Ladekabel. Das ist dahingehend universal, dass es sowohl Apfeltelefone als auch alles mit Micro-USB auflädt. Funktioniert auch bisher sehr gut. Als Notfallreservestecker haben wir dieses Ding hier, auch völlig ohne Kabel, was gut ist, dann verliert man weniger Strom beim Laden. Natürlich ist das Ganze ein bisschen fehleranfälliger, aber ist ja nur als Reservekabel gedacht und lädt alles mit Micro-USB-Anschluss. Das wäre alles außer das Handy. Ne? Alles hat Micro-USB, nur nicht das Handy, weil halt Apfel. Ersatzkamera bzw. Schlechtwetterkamera, die ist so auch wasserdicht. Es gibt dazu noch eine super, super wasserdichte Hülle. Dann kann sie auch tauchen gehen, baden gehen oder sonst was machen. Ich will aber nur beim Regen filmen können, weil beim Regen kann meine Kamera, meine Spiegelreflex, ist mir das zu schade und da habe ich zu sehr Angst drum. Daher wird das die Schlechtwetterkamera sein und tatsächlich eben für irgendwelche Action-Szenen. Das ist eine Sony, wo steht's denn? FDR X1000V. Meiner Meinung nach ein hervorragendes Ding, Gerät, wirklich sehr, sehr glücklich bin ich drüber, und die wiegt auch wirklich überhaupt nicht viel, kann man locker noch zusätzlich mitnehmen, nämlich wiegt sie gerade mal 114 Gramm, was wirklich rekordverdächtig ist. So, den E-Book wieder, den hatte ich erwähnt,
Der ist jetzt hier eben gerade nicht anwesend. Dann haben wir hier noch einmal Hören, ne? Entweder auf dem Handy oder auf dem MP3-Player. Einmal Hören reicht uns, weil entweder hören wir zusammen oder einer von uns liest. Muss ja nicht beides gleichzeitig sein. Und dann habe ich hier noch, damit das Ganze mit Strom versorgt werden kann, dieses Solarpanel. Das ist von Anker, das hat ganz gute Bewertungen. Das ist ein dreifaches, das hat damit theoretisch 15 Watt Ladeleistung, wenn dann entsprechend die Sonne scheint. Meine bisherigen Tests mit dem Ding waren alle überaus positiv. Es lädt also wirklich richtig flott alles mögliche Zeug auf. Und wenn wir nicht wirklich in tagelangen Wolken unterwegs sind, aber dazu hatte ich nochmal ein extra Video gemacht, sollte es damit kein Problem sein, unseren Energiebedarf entsprechend decken zu können. Und sonst muss man halt ein ganz kleines bisschen stromsparend unterwegs sein, wenn es wirklich arg bewölkt ist, was aber nicht anzunehmen ist. Grönland ist kein besonders wolkiges Gebiet. So, ja, das war's zur Technik, glaube ich. Ja, das war alles. Wir machen weiter. Vergessen habe ich dann noch Evelyn ihre Taschenlampe. Sehr, sehr klein, super, super leicht. Ich habe genau die gleiche. Davon haben wir jeweils also zwei, jeweils eine, damit wir unabhängig voneinander aufs Klo gehen können. Des Nächtens. Und das hier ist noch die Ladebuchse für die Kameraakkus. Die lässt sich mit Micro-USB-Kabel an ja, jedem beliebigen energieenthaltenden Gerät, also sprich der Powerbank oder dem Solarpanel direkt anschließen. Und dann steckt man die Akkus, wo ist der Platzhalter-Akku? Hier einfach bloß noch rein und dann laden die auf, bis zu zwei gleichzeitig, auch ganz praktisch. Ne? Ist nichts Tolles, ist nichts Besonderes, aber funktioniert ganz gut. Sollte das kaputt gehen, kann ich die Akkus immer noch direkt in den Kameras aufladen. Wäre also auch kein Weltuntergang. Das war es jetzt aber wirklich zur Elektronik. So, die Erste Hilfe und sonstiges Abteilung, das ist das Beutelchen für Erste Hilfe. Das ist, weiß ich nicht, das liegt da halt so. So, und dann haben wir einfach jetzt völlig querbeet eine große Tube Diclofenac. Die brauche ich für meine Knie relativ häufig. Dann haben wir Evelyns Arnika-Salbe, die nützt sie bei so ziemlich allem. Und wenn man lang genug dran glaubt, dass die hilft. Gut, Arnika ist ja auch eine tolle Heilpflanze, ist es wirklich. Das ist so. Dann haben wir uns entschieden, ja grundsätzlich zur Philosophie bei Erste-Hilfe-Paketen. Man kann natürlich viel Zeug mitschleppen, weil viel hilft viel. Das wäre so meine Philosophie. Aber da ich versuche, mich in anderen Bereichen durchzusetzen, habe ich bei der Erste-Hilfe jetzt die Evelyn-Variante dabei, mit der sie immer sehr gut klargekommen ist. Und die lautet, viel Verbandmaterial braucht man nicht mitnehmen, weil wenn da tatsächlich größere Verbandsmengen notwendig sind, dann kann man die auch wunderbar mit Kleidungsstücken improvisieren, zumal wir alle noch einen Buffschal haben und ein Umhängetuch und gegebenenfalls einen Schal und so weiter und so weiter. Und notfalls nimmt man irgendwelche Stinkesocken oder ein altes T-Shirt, das stinkt und so weiter. Solange man nur ein bisschen Wundauflagematerial hat. Und davon abgesehen, bei größeren Verletzungen ist sowieso Tourabbruch. Ja, und die kriegt man dann schon noch irgendwie zusammengepflastert, bis dann halt potenziell eventuell Hilfe da ist. Und wenn es eine ganz große Verletzung ist, ja gut, dann sind wir sowieso tot. Daher, letztendlich ist es tatsächlich so. Ja, also Riesenverletzungen mitten in der Wildnis, völlig ab von aller Zivilisation, sind tatsächlich gefährlich. Überraschung, ne? Und ob du jetzt einen gigantischen Verbandskasten mitschleppst oder nicht, ja, war es wohl unserer Überzeugung nach dann fast schon auch schon egal. Deswegen haben wir hier eine Universalbinde, die hat auch so eine stützende Funktion, falls irgendwas mit dem Gelenk wäre, wo man dann auch wunderbar einen Salbeverband zum Beispiel machen kann, meiner Meinung nach sehr hilfreich. Dann haben wir nochmal sowas Ähnliches in Leicht als zweite Variante. Dann haben wir Kontaktlinsen für Evelyn, die ja Brillenträgerin ist, sollte da was sein. Wir haben ein paar kleine Sicherheitsnadeln. Wir haben hier einen Haufen medizinisches Tape. Das ist vor allen Dingen gegen Blasen. Das ist gegen sonstige Wundreibungen, gegen sonstigen Krempel. Davon kann man durchaus einiges gebrauchen. Falls da irgendwas wäre, lässt sich damit wunderbar weitermarschieren. Wir haben ein paar Augentropfen für verschiedene Augenentzündungen. Wir haben, weiß ich nicht was für Tabletten. Wo weiß Evelyn, was das gewesen ist? Ich glaube, irgendein Schmerzmittel. Dann habe ich noch ein paar von meinen Koffeintabletten, die auch hier noch eben entsprechend verpackt sind, weil ich die halt eben brauche, damit ich nicht allzu sehr krepiere. Wir haben hier eine Rettungsdecke, weil die kann man immer brauchen. Ne?
und die wiegt ja nun wirklich nicht viel. Dann habe ich mich durchgesetzt, dass wir wenigstens ein komplettes Verbandspäckchen und in diesem Fall eins von der Bundeswehr eben entsprechend mitnehmen. Klar hätte man da vielleicht noch was Leichteres nehmen können, eventuell noch was Kleineres mitnehmen, aber ich stehe auf die Dinger und ich habe mit denen am meisten Übung, was die Anwendung angeht. Dann haben wir ein paar Mikropur-Tabletten, sollten wir wirklich mal schlechtes Trinkwasser auffinden. Außerdem lässt sich damit eine Desinfektionslösung herstellen, mit der man auch großflächig irgendwelchen Krempel desinfizieren kann. Das heißt, wir haben kein weiteres großartiges Desinfektionsmittel dabei. Dann haben wir, das hat jetzt nichts mit Erste Hilfe zu tun, aber Nadel und Faden. Zusätzlich noch ein paar von diesen guten alten Compeed-Blasenpflastern, die helfen mir hin und wieder mal, aber allzu viele davon brauche ich auch nicht, deswegen haben wir auch nicht allzu viele dabei und es ist ohnehin selten, dass ich eine Blase habe, wo ein Blasenpflaster mir wirklich weiterhilft, daher lieber auf hier das Tape entsprechend vertrauen. Aber bitte nochmal, bei Medizin, beim Erste-Hilfe-Set, da kann man sich ganz, ganz trefflich streiten und wäre ich dankbar, wenn ihr diesbezüglich nicht allzu sehr rumstänkere, dass ich überhaupt total wahnsinnig unzufrieden mit dem seid, was wir so dabei haben. Ne? Diverse Pflaster, die braucht vor allen Dingen Evelyn, die schneidet sich ständig oder kratzt sich ständig oder sonst was. Ich verletze mich im Regelfall so gut wie nie. Ich bin ein generell vorsichtiger Mensch. Da haben wir noch mehr von diesem medizinischen Tape, dann haben wir so ein paar Alkoholtüchlein für verschiedene Desinfektionsvorhaben. Haben wir hier Magnesium, das ist auch wieder für die Evelyn, die braucht das hin und wieder eben entsprechend, um Krämpfen vorzubeugen. Ich nicht, ich habe sowas nicht. Also Krämpfe passiert eigentlich, also wäre neu, wenn das passieren würde. Noch ein bisschen was zum Desinfizieren, noch ein Alkoholtupfer. Dann, das ist auch wichtig, hier Steri-Stripes in verschiedenen Ausführungen. Das hier sind die guten aus der Schweiz, die sehen irgendwie anders aus als unsere Deutschen, die halt eben Wundränder gut zusammentackern, das braucht Evelyn auch ständig, weil sie ja eben Bluterin ist. Noch mehr Pflastermaterial, so, und dann haben wir ja dankenswerterweise, Moment, wo ist es? Da sind die hier, die guten Quick-Cloth-Dinger hier geschenkt bekommen. Das ist im Prinzip auch nur eine sterile Wundauflage, aber die ist eben in einem hämostatischen Material getränkt, das dafür sorgt, dass eine Blutung schneller aufhört. Und das ist vor allen Dingen dann bei größeren Verletzungen unsere zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, dass wir die dann gegebenenfalls trotzdem noch in den Griff bekommen, dass die aufhören zu bluten. Sollte eins davon nicht reichen, dann machst du halt zwei drauf und wenn das nicht reicht, machst du drei drauf. Und damit kriegt man, glaube ich, ziemlich viel an Blutung zum Stoppen. Klar, man könnte jetzt noch ein Tourniquet mitnehmen, beziehungsweise eine Aderpresse oder sonst was, aber da sowieso kein Krankenhaus in greifbarer Nähe ist, ist das immer so eine Sache, weil man kriegt hier alleine nicht wieder runter oder zumindest nicht, wenn man nicht weiß, wie es geht. Und selbstverständlich könnte man jetzt noch jede Menge ganz, ganz tolle Survival-Kurse zum Thema Erste Hilfe und so weiter besuchen. Das wäre auch alles ganz sinnvoll. Wir wissen ein bisschen was, ich will aber nichts erzählen, am Ende stimmt's nicht. Und dann bin ich wieder schuld. Da haben wir noch ein paar Wundauflagen steriler Art. Und das hier sind zwei Heizpads. Für ganz, ganz, ganz kalte Nächte, dass es pro Person zumindest eins gibt, dass man sich auf den Rücken kleben kann oder auf die Brust oder sonst wo, damit man noch ein bisschen zusätzliche Wärmequelle im Schlafsack hat. Haben wir auch schon viel getestet, hat uns eigentlich immer sehr, sehr, sehr überzeugt und sehr gut gefallen. Also sollte es nur eine richtig krass kalte Nacht geben, für die wären wir vorbereitet. Bei mehreren richtig kalten Nächten müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ne? Das hier ist Kategorie Ben Spielzeug, ein chirurgischer Faden mit entsprechender Nadel. Ich habe neulich mal ein bisschen geübt mit sowas und jetzt will ich es halt mitnehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit nichts anfangen werde, falls es tatsächlich zu einer Situation kommt, in der man damit was anfangen müsste. Aber ich habe es mal dabei und naja gut, notfalls würde ich es versuchen, immerhin. Und ach, was soll's, das wiegt 2 Gramm, ne? Ben-Spielzeug. Annika Salbe und so weiter hatten wir erwähnt. Ja, und das wäre dann unser minimalistisches Gewichtspar-Erste-Hilfe-Set gewesen. Was noch dazu kommt an Medikamenten, sind Antibiotika. Da muss ich mir noch welche besorgen, weil die sollte man meiner Meinung nach auch dabei haben, wenn man weit abseits vom Arzt unterwegs ist. Und ja, Verletzungen sind halt eben entsprechend tunlichst zu vermeiden. Wir sind beide sehr sichere Wanderer im Sinne von, wir treten sehr sicher auf, wir rutschen nicht, wir fallen nicht, wir purzeln nirgendwo runter. Zumindest passiert das nur so ganz, 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 ganz super selten. Das heißt, das Risiko ist insgesamt überschaubar und daher hoffen wir, dass wir mit unserem ja eher kleinen Erste-Hilfe-Material ganz gut zurechtkommen werden. Wie gesagt, und Verbandsmaterial, einfach Material zum Fixieren einer Wundauflage oder auch 2 oder 3,
das kann man ja improvisieren. Das ist so die Hoffnung, die da so ein bisschen dahinter steckt. Ich persönlich hätte noch ein bisschen mehr Verbandsmaterial mitgenommen. Vielleicht hätte man auch ein bisschen mehr Schmerzmittel mitnehmen können, weiß ich nicht, aber werden wir wahrscheinlich auch nicht viel brauchen und daher hoffen wir jetzt halt einfach, dass das soweit funktioniert. Ne? Ich weiß, ich sage das deswegen immer so zweifelnd, weil das halt so ein wahnsinnig kontroverses Thema ist, was ständig wahnsinnig kontrovers diskutiert wird und da ganz viele Leute meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Bei einigen, denen glaube ich es ja auch, anderen glaube ich dann wiederum weniger und irgendwo muss man dann seinen persönlichen Mittelweg finden, der dann noch tragbar ist. Dazu gehört eben noch dieses Tütlein und dann kann man das eben entsprechend verpacken. So. Wiegt übrigens 500 irgendwas Gramm, also knappe 600. Das hier ist jetzt noch die kleine Kleinkramabteilung. Das hier muss nicht jeweils mit. Ne? Also ein bisschen Panzertape natürlich schon noch. Da müssen wir uns noch ein bisschen was abmachen und auch noch mitnehmen. Evelyns verzweifelter Versuch. Und da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dass sie damit niemals einen Fisch fangen wird, weil ich traue es ihr nicht zu. Mit diesem bisschen Zubehör, ich weiß gar nicht, was das ist und was das tut. Ich habe keine Ahnung von Angeln. Habe ich auch kein großes Interesse dran, ehrlich gesagt. Werde ich vielleicht irgendwann mal lernen müssen aus Survival-Gründen und sonst wie. Aber ja, ne? Damit will sie jedenfalls einen Fisch fangen und bitte schreibt uns in die Kommentare, dass das nicht funktionieren wird. Beziehungsweise, wenn ihr Evelyn einen Gefallen tun wollt und mich ärgern, schreibt ihr in die Kommentare, wie sie damit tatsächlich einen Fisch fangen kann oder was sie sich noch kaufen muss, was möglichst wenig Geld kostet und möglichst wenig wiegt, um eine Chance zu haben, einen Fisch zu fangen. Wie man den dann ausnimmt, weiß ich, das habe ich mal gelernt. Das wäre nicht das Problem. Das Problem wäre eher das Fangen, glaube ich. So, dann haben wir einen Kompass, logischerweise. Wir haben auch noch Kartenmaterial, das liegt aber jetzt nicht hier, weil woanders. Weil wird gerade gebraucht. Ist meiner Meinung nach ein hervorragender Kompass, der kann alles, was ein Kompass so können muss. Der Rektor, keine Ahnung, ob der noch einen Namen hat. Jedenfalls ist der von Rektor und ich bin mit dem bisher überall unterwegs gewesen. Der hat mir immer sehr gut geholfen, ist ein toller Rucksack. Kompass, das ist ein Mini-Mini-Mini-Rucksack, der ist für kleine Tagesausflüge, wenn wir die großen Rücksäcke irgendwo lassen wollen, dann wäre es noch cool, noch eine zusätzliche Tasche zu haben, wo man noch ein bisschen Getränke mitnehmen kann. 10 Liter, wirklich winzig klein, Null-Tragesystem, wiegt aber auch nichts, wiegt 46 Gramm, glaube ich. Müsste ich jetzt nachgucken, aber irgendwie sowas war's. Und jetzt die Frage, was für ein Messer braucht man für Grönland? Ja, ein Land, in dem man einen Eisbär mit einem Messer sowieso nicht abwehren kann, genauso wenig wie einen Moorschussochsen, wo es auch kaum was zum Schnitzen gibt. Wofür braucht man dann in so einem Land bitte ein Riesenmesser? Genau, braucht man überhaupt nicht und wir brauchen auch nicht zwei Messer, sondern uns reicht tatsächlich eins für beide. Man kann sich ja nacheinander ein Brot schmieren und dann haben wir sowieso nicht viel Brot zum Schmieren dabei. Und daher nehmen wir das stinknormale Schweizer Offiziermesser in der Basisausführung. Das wiegt noch nicht mal 100 Gramm, hat einen Haufen schöne Funktionen, hat auch die besagte Pinzette, hat einen schönen Zahnstocher, hat eine kleine Säge, hat ein bisschen eine Schere, da kann man auch ein bisschen Nagelpflege mitmachen, ist unterwegs dann auch irgendwann mal notwendig, gerade insbesondere auch Fußnägel, das ist wirklich notwendig. Und das darunter ist noch ein Sitzkissen, davon haben wir auch natürlich zwei, hier liegt jetzt nur erstmal eins. Ja, das war also auch schon der Kleinkram. Mehr Kleinkram ist es dann tatsächlich gar nicht. Gehen wir noch zur Klamottenabteilung und ich meine, dann sind wir hier durch. So, hier ist die Klamottenabteilung, beziehungsweise da wird sie gleich sein. Und los geht es mit diesen Schuhen. Das sind nämlich meine Flussdurchquerungsschuhe, die ich früher gerne benutzt habe. Die sind, wie zu erkennen, am Streifenmuster von Adidas. Keine Ahnung, wie die genaue Modellbezeichnung heißt. Ich war da immer super zufrieden mit. Ich bin da heute auch noch super zufrieden mit. Lediglich einen großen Nachteil haben diese Schuhe. Das Paar wiegt 450 Gramm. So, inklusive Schnürsenkel. Aber die sind wirklich im Grunde super bequem. Man rutscht, egal auf was für einem feuchten Stein, überhaupt nicht durch diese Wabenstruktur. Das Wasser kann schnell ablaufen durch diese kleinen Gitterchen in den jeweiligen Waben. Und wirklich im Grunde Top-Schuhe, wenn sie nicht so schwer wären. Daher habe ich mir jetzt in schweren Herzens zugelegt, diese Dinger hier. Die wiegen nämlich, ja nicht ganz, aber fast nur die Hälfte, also sagen wir mal 60% von dem, was die anderen gewogen haben. Da sind wir bei etwa 200, ein paar zerquetschte, also 120 Gramm pro Schuh, irgendwie sowas.
130 Gramm pro Schuh in meiner Schuhgröße. Hätte man kleinere Füße, wären sie natürlich nochmal leichter. Evelyn hat ganz ähnliche. Die sind nochmal viel, viel, viel leichter. Da würden sie über 210 Gramm sparen im Vergleich zu meinen alten Wasserlatschen. Und damit sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Das ist also so eine einfache Neoprenhülle. Entsprechend eine Sohle, die hoffentlich ebenfalls sehr gut hebt auf Wasser. Ich werde das natürlich noch testen vorher im heimischen Fluss. Die haben noch Einlegesohlen. Momentan habe ich sie jetzt mal noch drin gelassen. Man kann die natürlich noch rausschmeißen, dann spart man noch mal ein paar Gramm. Bei der Gewichtsangabe habe ich sie aber nicht mitgerechnet. Das heißt, eigentlich wäre der Plan, da hängt Dreck an meinem Schuh, eigentlich wäre der Plan, die Einlagen nicht mitzunehmen. Aber momentan sind sie jetzt halt einfach mal noch drin und dann sehen wir ja, wo wir noch Gewicht sparen müssen. Weil mit den Einlagen kann man mit dem Schuh auch einigermaßen ein bisschen rumlaufen, wenn man mal überhaupt keinen Bock mehr hat auf Trekkingstiefel, solange es trocken ist. Sonst kriegst du sofort nasse Füße, die halten ja überhaupt kein Wasser ab. Sollen sie ja auch nicht, ist nicht der Sinn der Funktion der Sache, sondern die Sache ist die, beim Flussqueren muss man was an den Füßen haben, damit die ein bisschen geschützt sind, weil die Gefahr, barfuß auszurutschen, barfuß irgendwie böse auf einen spitzen Stein zu treten, dann den Halt zu verlieren und dann mit sämtlichen Kladderadatsch ins Wasser zu fallen, ist einfach viel zu hoch. Wer da anderer Meinung ist, der ist doof. Ganz ehrlich. Also das ist einfach viel zu gefährlich. Sonst kann ich nicht nachvollziehen, wie man das bitteschön ohne irgendwas an den Füßen machen kann. Es sei denn, man ist die Trailrunner-Funktion, macht die komplette Fraktion, macht die komplette Tour ohnehin mit leichten Schuhen und geht dann einfach mit denen durchs Wasser durch, so nach dem Motto, früher oder später werden sie eh nass. Ja, das kann man natürlich auch machen. Aber wenn man gerne trockene Stiefel haben möchte über die gesamte Tour, dann braucht man zum Flussqueren ein extra Paar Schlappen. So. Socke. Falke irgendwas Socken. Davon habe ich noch ein zweites Paar. Dann dabei. Ich habe jetzt hier nur eins rumliegen. Und ja, was tun die? Na, es sind halt Socken. Sind halt gute Trekking-Socken. Fertig, aus. Ein zweites Paar, wie gesagt, kommt dann noch mit, auch wenn es hier jetzt nicht ist. Ein drittes Paar habe ich natürlich jeweils immer an. Das gleiche gilt für Unterhose. Unterhose habe ich hier jetzt mal zwei. Die sind auch dann in dreifacher Form vorhanden, weil eine hat man immer an und diese beiden da kommen entsprechend in den Rucksack, sodass man immer eine zum quasi eine trockene im Idealfall anhat. Sollte man nass werden, ist die trockene, die man im Idealfall anhast, nass. Dann hat man noch eine Reserve, die in jedem Fall trocken ist und man hat noch eine dritte, die gegebenenfalls auch nass ist, weil sie gerade gewaschen worden ist. Ne? Und deshalb, damit ich das immer schön durchrotieren kann und immer in irgendeiner Form ein trockenes Kleidungsstück habe, ob das nun stinkt oder nicht, aber zumindest damit was Trockenes da ist, habe ich Unterwäsche plus Socken jeweils in dreifacher Ausführung. Das gleiche gilt für quasi die aller innerste Schicht, also das T-Shirt sozusagen, das T-Shirt, das als Unterhemd fungiert. Davon habe ich dann auch eben entsprechend immer drei dabei oder zumindest drei Kleidungsstücke, die eine ähnliche Funktion wie ein T-Shirt haben. Weil mir das einfach aufgrund von, wenn man wirklich mal komplett nass wird, als Energie, als Wärmereserve wichtig ist. Viele Leute meinen, zwei reicht. Eins, das immer trocken bleiben muss und eins, das nass werden kann, weil man es anhat. Und mir ist es zu gefährlich, dass das, was immer trocken bleiben muss, halt doch eines Tages mal nicht zu trocken ist. Weil, ne, das ist also eine Reserve, die schleppe ich mit. Das ist zusätzliches Gewicht. Ja, das könnte man noch sparen, ja, aber das ist mir trotzdem zu gefährlich. So, Handschuhe. Kompromiss zwischen allen möglichen Handschuhtypen sind diese super leichten hier von Marmot, wie man sehen kann. Die wärmen trotzdem ganz ordentlich und ich bin kein Mensch, der schnell kalte Hände bekommt. Daher reichen mir die wahrscheinlich. Die reichen mir also erfahrungsgemäß für leichte Minusgrade sowieso. Wenn ich mich stark bewege, dann auch für deutlich krassere Minusgrade. Deutlich krassere Minusgrade werden wir in den Bergen auch mal haben, aber da wollen wir nicht übernachten. Das heißt, da gehen wir schön wieder runter und da haben wir dann maximal bzw. minimal leichte Minusgrade und da hoffe ich eben mit diesen Handschuhen auszukommen und ansonsten muss ich die Hände halt größtenteils in den Hosentaschen entsprechend aufbewahren. Die sehen jetzt so aus, als ob ich damit die Katze gestreichelt hätte. Das liegt daran, dass ich damit die Katze gestreichelt habe. So, dann habe ich einen Buff, einen ganz einfachen Buffschal, nichts Besonderes. Das sind also diese berühmten Schlauchtücher, wo man durchgreifen kann. Wirklich nichts Besonderes. Ist toll als Kopfbedeckung zusätzlicher Art. Insbesondere, wenn man wenig Haare unterm Hut hat. Und unter den Hut passen die auch noch gut drunter, ohne dass der Hut unbequem wird. Von daher wirklich ideal. Kann man auch gerne als Schal nehmen zum Schlafen dann. Ersetzt so ein bisschen den fehlenden Wärmekragen beim Schlafsack zum Teil. Wirklich sehr universell und sehr praktisch.
Dann habe ich, da sehe ich zwar leider aus wie Presswurst, aber einen sehr effizienten, den ich aber auch so nicht nochmal kaufen würde, Merino Kunstfaser Mischpulli. Was heißt Merino Kunstfaser Misch? Dieser hellblaue Bereich, das ist reine Merino Wolle. Die Schulterpartie zum Beispiel besteht nur aus Kunstfaser. Warum? Merino-Wolle ist nicht sehr abriebstabil und wenn man da mit einem Trekking-Rucksack, der eben entsprechend viel Gewicht auf die Schulter bringt, rumrennt, dann ist es ein bisschen blöd, wenn die Schulter aus Merino-Wolle besteht, weil dann ist die sofort zerfleddert durch den Abrieb vom Rucksack. Das gleiche gilt im Hüftbereich. Da sind auch wieder solche Verstärkungen mit Kunstfaser quasi, damit einem da das Merino nicht so schnell abgerieben wird. Sehr angenehm zu tragen, schön warm, wenn es kalt ist, kühlt aber doch erstaunlich gut. Wenn es nicht kalt ist, ist also bei fast allen Temperaturen tragbar und wird wohl so mit meinem Basiskleidungsstück, gegebenenfalls noch was drüber ziehen, aber mein Basiskleidungsstück sein, was ich die meiste Zeit anhaben werde. Wenn es ganz kalt ist, kann man noch ein T-Shirt drunter ziehen. Ansonsten kommt das direkt auf die Haut. Bereich Hose. Ich habe nur eine Hose. Die ist hier nicht auf dem Haufen drauf, weil ich immer nur eine Hose anhaben werde. Ich werde auch keine zweite Hose mitnehmen. Das Einzige, was ich noch mitnehme, ist im Grunde die lange Unterhose, die in meinem Fall allerdings so eine hautenge Jogginghose ist. Ich habe da mal reingepasst, ohne dämlich auszusehen. Diese Zeiten sind zwar vorbei, aber das ändert nichts daran, dass die Hose an sich toll ist, weil sie wirklich wenig wiegt, 170 Gramm. Und trotzdem komplett runter geht bis zu den Knöcheln. Also die ist auch ganz, ganz lang. Das ist halt ein super dehnbares Stretch-Material. Und da passe ich auch immer noch rein. Hat mich selber überrascht. Ob das gut aussieht, spielt ja wirklich überhaupt keine Rolle. Das ist auch ein ganz billiges Ding. Auch das spielt keine Rolle. Sie hält trotzdem sehr, sehr gut warm. Und in Verbindung mit einer normalen Hose, vom Beinbereich her, kann ich damit locker bis minus 10, minus 15 Grad rumlaufen und auch bis minus 10 auch locker sitzen. Da brauche ich selten mehr Isolation an den Beinen als eben eine zusätzliche Innenhose zu einer normalen, dünnen Außen-Outdoor-Hose. Das reicht dann eigentlich wirklich. Und zum Schlafen ist er natürlich auch noch gedacht, also quasi als Schlafanzug. Hose oder wenn die andere Hose mal wirklich so nass ist oder ich sie mal gewaschen habe und warte darauf, dass sie trocknet, dann kann ich mit dem Ding rumlaufen, um dann wenigstens irgendeine Hose zu haben. Das ist ein günstiges Ding aus dem Discounter, also aus dem Decathlon, um mal bei Namen zu nennen, reicht aber für meine Zwecke vollkommen aus. Bei Klamotten sehe ich, wenn es jetzt nicht die Wetterschutzschicht ist, selten ein, dass man da was unglaublich Hochwertiges und unglaublich Teures kaufen muss, so wie auch dieses stinknormale Polyester-T-Shirt, ne? Das ist auch überhaupt nichts Besonderes. Das ist einfach nur ein T-Shirt. Hat hier noch so ein bisschen Netzmaterial im Achselbereich, damit man da nicht ganz so sehr schwitzt. Ob das viel bringt, wage ich zu bezweifeln. Und ansonsten stinknormales T-Shirt. Es trocknet super schnell. Es ist jetzt nicht besonders warm. Es ist auch nicht mückendicht. Schwarz ist immer dahingehend ganz hilfreich, dass wenn man Sonne hat und es trotzdem kalt ist, man sich damit aufheizen kann. Wenn man Sonne hat und es ist tatsächlich heiß, dann kann man noch irgendwas anderes drüber ziehen über Schwarz und dann ist es auch nicht so dramatisch. Und davon abgesehen, so richtig, richtig bolle heiß wird es nicht, weil wir gehen ja nach Grönland. Und da sind ein bisschen zusätzliche Temperatureinfangfarben vielleicht keine ganz so blöde Idee. Mein uralt Fleece-Pulli von Mammut. Der ist wirklich, 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 wirklich alt inzwischen, 18 Jahre oder so, aber er ist noch wunderbar, er ist immer noch flauschig, er war bisher auf jeder Tour dabei und er wird, solange es ihn noch gibt, und ich hoffe, gibt ihn noch sehr, sehr lange, weil bis er nicht auseinanderfliegt, werde ich ihn auch noch weiter verwenden, wird er auch weiter auf jede Tour mitkommen. Ich habe ihn immer noch sehr gerne und dafür für das, was er wiegt, ist er auch nach wie vor relativ schön warm und sehr kuschelig, ist aber ein stinknormaler Pulli, hat keine besonderen Features. Dann hatte ich lange überlegt, ob ich sie mitnehme und inwieweit ich sie mitnehme. Das ist meine übliche Softshelljacke. Ich liebäugel vielleicht noch mit einer besseren, eventuell einer von einem Markenhersteller. Die ist jetzt auch wieder schon wieder vom Discounter. Ich habe die schon 28 Millionen Mal in irgendwelchen Videos angehabt. Ich bin da immer noch zufrieden mit. Die kostet ein ganz, ganz wenig Geld. Natürlich wurde sie von Kinderhänden in sonst wo zusammengenäht. Aber dadurch, dass ich die jetzt schon seit Jahren ständig trage, ja, das verrechnet sich irgendwann auch, ne? Wenn du billigen Kram kaufst aus sonst wo
Aber du benutzt ihn dann auch ganz, ganz, ganz lange, dann wird er irgendwann auch nachhaltig. Ne? Das ist einfach eine Frage der Nutzungsdauer. Wenn du jeden Tag billigen Kram auch sonst wo kaufst, weil er billig ist und jedes Jahr eine andere brauchst, weil du eine neue Mode haben möchtest oder sonst wie, dann ist das was anderes. Aber naja, jedenfalls ist das Ding leicht wasserabweisend. Nicht Bombe, aber hält schon so einen kleinen Schauer mal problemlos aus. Trocknet schnell, wenn es doch mal nass geworden ist. Ist recht warm und durchaus ordentlich. Ist winddicht, mindestens auf der Vorderseite 100%, auf der Rückseite angeblich nicht, aber das ist mir auch egal, da habe ich nämlich immer den Rucksack und bisher habe ich noch nie gemerkt, dass das Ding auf der Rückseite angeblich nicht winddicht sein soll. Solche Jacken kriegt man auch heute noch beim Decathlon für wirklich ein Appel und ein Ei und da bin ich eigentlich super, super zufrieden mit. Der einzige Haken ist, das Ding ist richtig, richtig schwer. So, deswegen wusste ich nicht, mitnehmen oder nicht mitnehmen, also mit 600 noch was Gramm, 650 Gramm zum im Rucksack tragen eigentlich wirklich zu schwer. Aber da wir, wie gesagt, nach Grönland gehen, vermute ich, dass ich in den allermeisten Tagen sowieso die Jacke hier anhaben werde. Noch ein T-Shirt drunter, allenfalls hier noch mein Merino-Dingens drunter. Und dass ich die meisten Tage in so einem Setup sowieso rumlaufen werde. Das heißt, ich habe das Ding selten im Rucksack, ich muss es selten tragen, also ist das Gewicht dann vielleicht schon wieder vertretbar. Natürlich, man trägt es trotzdem irgendwie, es lastet trotzdem auf dem Fuß und auf dem Bein. Aber fürs Rucksackgewicht erstmal unerheblich und ein bisschen warm angezogen sein, kann wirklich definitiv nicht schaden. Sollte es übrigens kalt werden, selbstverständlich ziehe ich dann alles an, was ich besitze. Ne? Also das ist grundsätzlicher Hauptintention bei entsprechend Packen der Klamotten. Bei ganz kalten Tagen hast du halt irgendwann alles an, was du dabei hast. So, dann haben wir noch den Abteilung Regenschutz. Wie immer, die kennt man jetzt auch schon. Meine blaue Mountain Equipment Shifting Jacket, die ist nach wie vor hervorragend, die lässt nach wie vor kein bisschen Regen durch, die ist nach wie vor sehr atmungsaktiv. Ich werde sie vor der Tour vielleicht jetzt nochmal neu imprägnieren mit einem möglichst umweltfreundlichen Imprägniermittel, selbstverständlich. Und dann bin ich absolut zuversichtlich, dass sie auch die Tour noch mitmacht. Die ist für eine Funktionsjacke extrem leicht mit 440 Gramm, für eine Gore-Tex 3 Lagen, Gore-Tex Pro Shell Jacke, wirklich, wirklich leicht mit 440 Gramm, körperbetonter Schnitt, passen trotzdem noch schön die Klamotten drunter, natürlich 100% winddicht, 100% regendicht, 10 Stunden Regen, kein Problem, 12 Stunden Regen, auch kein Problem, alles überhaupt kein Problem, so ein Ding kostet ein halbes Vermögen, aber ist toll. Meine Überzeugung, ja, es gibt auch Leute, die glauben nicht an Gore-Tex-Jacken oder haben damit irgendwelche Schwierigkeiten. Vielleicht hängt das auch ein bisschen von dem individuellen Schwitztyp ab, ich weiß es nicht, aber ich komme damit wunderbar zurecht. Und ich finde auch, dass sie durchaus wirklich atmungsaktiv ist und auch nicht nur mal eben kurz atmungsaktiv, sondern wirklich immer atmungsaktiv. Ja, also nach meiner persönlichen Wahrnehmung. Wenn ich das vergleiche mit einem gar nicht atmungsaktiven Stoff, dann sind das wirklich Welten. So, aber andere Leute können das anders erfahren, ne? Das ist klar. Das heißt jetzt nicht, dass ich da unbedingt recht habe. Und das wäre noch die dazugehörige Regenhose, die ist aus einem leichteren Gore-Tex-Material, Gore-Tex Pack Light Shell. Gibt es, glaube ich, heute so gar nicht mehr, ist von Berghaus. Ja, mit ein Klassiker unter den Regenhosen. Sehr, sehr leicht für das, was sie liefert. Sie ist auch sehr, sehr dicht. Da geht wirklich nur ganz, ganz selten mal irgendwas durch. Inzwischen ist sie jetzt schon nicht mehr ganz so jung. Deshalb hatte ich schon wirklich winzige punktuelle Wassereinbrüche an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo, könnte man die entsprechende Stelle nachflicken. Leider habe ich es vergessen. Das heißt, ich nehme hier noch 2-3 Gore-Tex-Flicken nach Grönland mit. Die wiegen ja auch nichts. Und flicke sie dann da vor Ort. Die braucht man einfach nur draufkleben und gut ist. Sehr leicht zu flicken, das Ganze. Ja, und wiegt, glaube ich, 240 Gramm in meiner Größe. Wenn man dann entsprechend kleinere Größen hat, ist sie natürlich leichter. So, gehen wir noch mal kurz auf die Gewichte ein. Dann haben wir es aber auch. Nur, dass ich da nichts unterschlage. Also, zweimal Socke wiegt 113 Gramm. Meine Wasserschuhe 256 Gramm, also beide zusammen. Die Regenhose 260 Gramm. Die Regenjacke 440 Gramm, was, wie gesagt, für eine 3-Lagen-Funktionsjacke sehr leicht ist. Die Softshelljacke, doch nur 609 Gramm, nicht 650. Der Fleecepulli 270 Gramm, gut, das Fleecepulli wiegt zu viel, da gibt es kaum Unterschiede. Wenn der so und so dicht ist, dann wiegt der so und so viel. Polyester hat ein gewisses Gewicht und je nachdem, wie viel man davon verarbeitet, so viel wiegt der entsprechende Pulli. Ist ganz einfach, da gibt es keine Magie, keine Geheimnisse. T-Shirt, das richtige T-Shirt, 140 Gramm.
Das Merino-Shirt, das ist quasi das zweite T-Shirt sozusagen, auch wenn es kein T-Shirt ist. 289 Gramm, das ist relativ schwer, aber das werde ich die meiste Zeit auch eben entsprechend anhaben. Die lange Unterhose 167 Gramm, die Unterhosen beide zusammen 107 Gramm. Meine Handschuhe, die sind wirklich ultraleicht, die wiegen nur 39 Gramm. Der Buffschal 35 Gramm, das Mückennetz, das habt ihr jetzt nicht gesehen, das liegt woanders, aber ich hab's im Kopf und es kommt auch mit, bevor da wieder jemand darauf hinweist, nochmal 18 Gramm und dann habe ich noch so eine ganz leichte entsprechende Mütze, die ich dann auch noch gerne mitnehmen möchte. Die liegt jetzt auch wieder woanders, die wiegt nochmal 90 Gramm und ist halt entsprechend nicht da. So, und damit sind wir im Wesentlichen durch. Nur noch eine kleine Anmerkung, was wiegt der ganze Krempel jetzt zusammen? Also, die entsprechende Ausrüstung, die wir jetzt hier gesehen haben. Wenn man die Softshelljacke, wenn man die nicht mitzählt, weil man davon ausgeht, dass ich sie die meiste Zeit anhaben werde und sie demzufolge zum Rucksackgewicht nicht dazu zählt, dann komme ich auf 11,2 Kilo, also mein Anteil an dem ganzen Kram. Jetzt hatte ich ja schon mal so ein entsprechendes Packvideo und da war ich leichter, da wäre ich auf fast unter 10 Kilo gekommen. Da hat aber auch noch einiges gefehlt, unter anderem zum Beispiel die Wasserschuhe. Da hatte ich diese Jacke nicht dabei. Da hatte ich generell vielleicht wirklich sehr knapp kalkuliert mit den Klamotten. Da hatten wir auch noch ein anderes Topfsystem. Da hätten wir dann allerdings wiederum mehr Brennstoff gebraucht. Und auch mit der Kameratechnik war ich da noch nicht so ganz schlüssig, was ich dann noch mitnehme. Vor allen Dingen hatte ich auch noch nicht diese relativ schwere Tasche mitgerechnet. Die wiegt nämlich 500 Gramm. Mit dem Objektivköcher. Moment, ich gucke das nochmal schnell nach, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Tasche, Köcher und das entsprechende, 362 Gramm. Aber 362 Gramm ist trotzdem relativ schwer und die hatte ich ursprünglich eben nicht mit einkalkuliert. Und zusammen mit den Schuhen und der nicht einkalkulierten Tasche plus ein bisschen mehr Klamotten plus der Tatsache, dass ich diesmal auch Klopapier mitgerechnet hatte. Letztes Mal hatte ich auch das Klopapier einfach nicht mitgerechnet und das Klopapier sind doch 210 Gramm. Und dann kommt man dann ganz schnell auf ein zusätzliches Kilo und sonstige Kleinigkeiten wie Hirschteig und so ein Kram waren ursprünglich auch nicht mit eingerechnet, auch weniger Diclofenac und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, da summiert sich das dann ganz schnell und dann sind 11,2 Kilo Basisgewicht, finde ich, immer noch ein guter Wert, weil nach wie vor mein Rucksack da drüben liegt, da hier dieses Teil, immer noch ein saumäßig hohes Eigengewicht hat und das haut halt mein Baseweight kaputt, die Tatsache, dass der Rucksack so schwer ist. Also wenn man da noch weniger eben Basisgewicht mit sich herumschleppen möchte, dann braucht man einfach einen leichteren Rucksack. Evelyn, ihrer ist zum Beispiel leichter, die hat dann keinen ganz so leichten Schlafsack und auch isomattentechnisch sind nicht mehr ganz up-to-date und mit anderen Sachen auch ein bisschen hinten dran, aber sie weigert sich, was Neues zu kaufen, solange das alte noch funktioniert und noch einigermaßen tragbar ist. Ist ja auch gut und richtig so. Ne? Alles okay. Will mich ja gar nicht beschweren. Jo, aber damit kommen wir dann halt eben auf diese besagten 11,2 Kilo. Immer noch okay, wie ich finde. Und die Frage mit dem Essen und dem Brennstoff und dem Wasser. Also die Frage mit dem Brennstoff kann ich klären. Das kann ich euch beantworten. Da steht die Flasche. Da sollen rein tatsächlich ein Liter, der passt nicht ganz rein, das heißt, wir müssen noch ein ganz kleines bisschen was in irgendeine kleine andere Flasche auslagern, bis wir es dann nachfüllen können, dann ist die andere kleine Flasche halt eben entsprechend leer. Und ein Liter Benzin wiegt gar nicht mal so viel, das sind dann so ungefähr 700 Gramm, irgend sowas, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, weil Benzin deutlich leichter ist als Wasser. Dann hätten wir noch Essen, hatte ich ursprünglich mit 6,5 Kilo gerechnet. Wie wir gleich sehen werden, ist es etwas mehr geworden, weil Evelyn ein bisschen noch Zeug eingekauft hat und hier und da noch was dazugeschmissen hat, was ursprünglich nicht auf meiner Liste gestanden hat. Und Wasser würde ich umgerechnet etwa einen Liter durchschnittlich berechnen, weil wir durchschnittlich etwa einen Liter mitschleppen werden. Gegen Ende des Tages vielleicht auch mal zwei, um am Lager dann Wasser sicher zu haben. Am Anfang des Tages vielleicht ein bisschen weniger, weil zu wenig übrig geblieben ist vom Laufe der Nacht. Aber so durchschnittlich mit einem Liter sind wir, glaube ich, sicherlich ganz gut dabei. Kapazitäten für Wasser haben wir dann 2 Liter. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Wasserflaschen auch noch nicht mitgerechnet. Die werden dann auch nochmal so was um die 50 Gramm wiegen an Leergewicht. Aber ja, man kann jetzt nicht, das heißt, man kann schon, aber irgendwann wird es mir dann doch zu futzelig, zu kleinteilig und ja, und damit kommen wir dann auf ein theoretisches Rucksackgewicht von 19,9 Kilo in meinem Fall, was
phänomenal leicht wäre für die Tour, die wir da vorhaben. 20 Kilo schleppe ich wirklich ohne größere Sorgen. 25 Kilo ist ein bisschen unangenehm. Alles dazwischen, das ist eigentlich noch in Ordnung. Und 20 Kilo wäre wirklich phänomenal leicht. Das schaffen wir ja jetzt nicht, weil Evelyn zu viel Futter organisiert hat. Aber dann lass es 21, 22 Kilo sein. Von mir aus auch 23 Kilo. Und dann ist immer noch alles gut, weil je mehr Futter, desto weniger, desto schneller nimmt es auch eben entsprechend ab. Aber dazu erfahrt ihr noch mehr im entsprechenden zweiten Teil. Und ich winke jetzt erstmal, war nicht vor der Kamera, weil ich habe keinen Hut auf. Der liegt oben und ich wollte nicht extra nochmal hochrennen. Und daher müssen wir jetzt damit leben, dass ich halt eben entsprechend nicht zu sehen gewesen bin. Das da hinten sind übrigens noch die Provianttüten gewesen, in denen der Proviant noch drin war, der jetzt im zweiten Video entsprechend zu sehen ist. Jo, ich hoffe, das war trotzdem nochmal irgendwie ein bisschen interessant für den einen oder anderen, weil im Grunde hatte ich das ja schon mal gedreht, aber ja, vielleicht trotzdem, ne? Also, ich sage Tschüss und wie gesagt, wer sich noch für den Proviant interessiert, kann den gerne noch separat angucken. Tschüss.